Ja, die Flasche ist offen, dann kann ich jetzt auch ganz herzlich einmal willkommen sagen heute im neuen Jahr 2017 zur heutigen Pressekonferenz von S. Oliver Würzburg. Erstmal natürlich ein sportliches, gesundes und glückliches Jahr 2017 an alle heute Anwesenden. Und natürlich sind wir froh, heute hier in dieser Runde zusammenkommen zu können. Und ich darf vorstellen, wer heute hier bei der Pressekonferenz mit dabei ist. Links von mir, Gunnar Balot ist einer der Geschäftsführer von S. Oliver Würzburg. Mein Name ist Simon Stephan, ich werde heute durch die Pressekonferenz führen. Rechts von mir, der Mann ist bekannt, Dirk Bauermann, jetzt offizieller Headcoach der S. Oliver Würzburg. Und ganz rechts außen in diesem Fall, Steffen Liebler, ebenfalls Geschäftsführer von S. Oliver Würzburg. Dass heute rechts von mir Dirk Bauermann sitzen darf, habe ich dem Mann links von mir zu verdanken. Wir haben 5 Strichen oder wir alle, deswegen gebe ich die Frage direkt weiter. Gunnar, wie froh bist du, dass du das Jahr 2017 hier beginnen darfst mit einem neuen Trainer hier in Würzburg für S. Oliver Würzburg, der in dem Fall Dirk Bauermann heißt? Ich bin natürlich sehr froh, dass wir Dirk überzeugen konnten, unsere ambitionierten Ziele gemeinsam anzugehen. Es ist nicht ganz richtig, deine Einführung. Es ist nicht auf meiner Idee, sondern auf vieler Ideen, vor allen Dingen die auch des Gesellschafters gewachsen, den Besten und den Richtigen für uns zu finden, um unsere ambitionierten Ziele, die Sie ja alle kennen, weiter voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt und ich erspare mir jetzt die Vita und die Ehrungen und die Erfolge von Dirk Bauermann aufzuzählen, weil sonst haben wir keine Zeit mehr für Fragen. Sondern sage nur so viel, wir haben ein langfristiges sportliches wie auch wirtschaftliches Ziel. Wir sind sicher, mit Dirk Bauermann den Richtigen und den Besten gefunden zu haben dafür und haben uns entsprechend bis 2020 vertraglich mit Dirk Bauermann gebunden und auch eine Nachricht an alle Mitkonkurrenten, vorher ist Dirk Bauermann nicht zu haben. Zu den Beweggründen und vielleicht auch dem Hintergrund zu den Gesprächen, den Ambitionen, die wir gemeinsam haben, würde ich Dirk am besten selbst bitten, Stellung und ein Statement abzugeben. Ja, Stefan, Gunnar, vielen Dank. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Freue mich, dass ich bei dieser Pressekonferenz sein darf. Der Vorteil, den ich, glaube ich, vielen anderen Kollegen gegenüber habe, ist, dass ich des Fränkischen bereits mächtig bin. Insofern war das möglicherweise auch ein Grund dafür zu sagen, der Mann, der könnte der Richtige sein. Ich habe mich zu diesem Schritt entschlossen, nach nur kurzer Überlegung. Ich finde, dass das Programm, die Stadt, mit dieser großartigen Fanbase, der Tradition und auch der Zukunft, die sich ja vor allem im Bau der Halle abbildet, ein großes Potenzial besitzt. Und insofern ist es mir, zumindest was die Aufgabe hier angeht, sehr leicht gefallen, Ja zu sagen. Ich finde immer auch, dass man nur gemeinsam Dinge bewegen kann. Das kann einer alleine nie. Dazu braucht es immer gut funktionierende Teams. Und finde, dass es gerade hier in Würzburg wirklich ausgewiesene Hochkaräter gibt. Mit Gunnar Balodes, mit Steffen Liebler, mit Thomas Oehler und den vielen anderen, die am Projekt beteiligt sind. Das finde ich wichtig, das ist eine entscheidende Grundlage und auch das war ein Grund dafür zu sagen, das macht Sinn und das hat eine wirkliche Zukunft und besitzt ein echtes Potenzial. Die Tatsache, dass es mit Bernd Freier einen Gesellschafter gibt, der Basketball, diese Stadt, diesen Verein lebt, war mir wichtig. Ich kenne ihn nun seit ein paar Jahren und auch sein Engagement, seine Vision für die Stadt und für die Sportart in der Stadt waren mir wichtig und haben mir geholfen, diese Entscheidung zu treffen. Schwer ist sie mir allerdings auch gefallen. Ich will das nur ganz kurz sagen. Wie Sie vielleicht wissen, war ich 1,5 Jahre Nationaltrainer des Irans. Und das war und ist eine Aufgabe, die mir großen Spaß gemacht hat. Der Iran ist ein wundervolles Land.
mit wundervollen Menschen. Und diese Aufgabe, die ja auch ganzheitlich war, nicht nur Betreuung der A-Nationalmannschaft mit Asienmeisterschaften und Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, all diese Dinge, sondern eben auch die Arbeit mit den Jugendnationalmannschaften hat mir großen Spaß gemacht und es war keine leichte Entscheidung, den Iran und diese Aufgabe zu verlassen. Es hat schon eine besondere Herausforderung und eine besondere Situation gebraucht, um mich dazu zu veranlassen, diesen Schritt zu gehen. Es hat Angebote vorher gegeben, natürlich. Und das erste Angebot, das ich sehr ernsthaft überlegt habe anzunehmen und das ich dann auch nach kurzer Überlegung angenommen habe, war eben das Angebot von S. Oliver Würzburg. Ich will noch einen kleinen Schlenker machen, weil ich finde, dass das auch der Respekt vor, der kollegiale Respekt gebührt. Ich habe gegen Doug viele Male gecoacht und fand seine Mannschaften immer besonders gut vorbereitet. Und ich weiß, wie es sich anfühlt. Aber mein Respekt und meine Wertschätzung vor der hier und auch vorher geleisteten Arbeit ihm gegenüber, das wollte ich doch noch einmal kurz zum Ausdruck bringen. Zu den Zielen. Ich glaube, dass wir im Sport ja immer unterscheiden in kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Und fangen wir mit den kurzfristigen an. Das kurzfristige Ziel muss darin bestehen, natürlich die Mannschaft zu stabilisieren, vielleicht die ein oder andere auch systemische, inhaltliche Weichenstellung vorzunehmen. Damit haben wir bereits gestern Abend angefangen. Fand, dass die Jungs in hervorragender Weise mitgezogen haben, gearbeitet haben. Insofern glaube ich, dass das passen wird und dass wir uns stabilisieren. Und wenn wir es geschafft haben, vielleicht 6 Wochen vor Ende der Saison wieder, wie man sagt, in striking distance zu sein, also so nah dran zu sein am 7. und 8., dass die den heißen Würzburger Atem im Nacken spüren, dann glaube ich, dann haben wir einen interessanten Schritt gemacht und dann muss man den letzten tun und ob der uns gelingt, das glaube ich, aber das müssen wir dann auch erst einmal hinbekommen. Das langfristige Ziel, Gunnar hat ja bereits von einer auch langfristigen Vereinbarung gesprochen, die glaube ich für alle Beteiligten wichtig war, sonst macht es auch keinen Sinn. Das langfristige Ziel aus meiner Sicht besteht darin, S. Oliver Würzburg in der nationalen Spitze zu verankern. Das heißt im ersten Schritt immer konstant, stabil, sichere Teilnahme an den Playoffs. Und das heißt darüber hinaus ein zumindest ernstzunehmender Kandidat für das Erreichen der Halbfinals zu sein. Das wird Zeit brauchen, das ist ein Prozess und da müssen wir geduldig sein. Aber da müssen wir sehr hart für arbeiten und wenn wir das tun und das im Schulterschluss machen, dann bin ich sicher, dass das in dieser Stadt und mit diesem Verein und den hier handelnden Personen möglich ist. Das andere ist, finde das immer wichtig für die Entwicklung eines Programmes, die internationale Perspektive. Das hat viele Gründe, aber auch das ist etwas, was wir uns auf unsere Fahnen zu schreiben haben. Das ist ja bereits passiert, jetzt wieder in etwas weitere Ferne gerückt, aber das soll uns nicht daran hindern, dies trotzdem zu erreichen. Insofern langfristig deutsche Spitze, ernstzunehmender Kandidat für die Halbfinalteilnahme und Wettbewerb an einem der aus meiner Sicht hochinteressanten europäischen Wettbewerbe. Das sind die langfristigen Ziele. Man kann immer sehr salbungsvoll, wie Sie alle wissen, über Ziele reden. Viel wichtiger ist die Umsetzung. Und Umsetzung kann nur dann funktionieren, wenn wir alle nicht nur am gleichen Strang, sondern um die Binsenweisheit zu benutzen, sondern auch in die gleiche Richtung ziehen. Dazu gehören Fans, dazu gehören Sponsoren, dazu gehören natürlich immer auch die Medien, keine Frage.
Insofern glaube ich, wenn uns klar wird, dass es nur nach vorne geht bei der starken Konkurrenz in diesem Land, wenn wir alle gemeinsam im Schulterschluss Energien fokussieren und es ernst meinen, hart arbeiten, 24/7 alles geben, was an Energie da ist, dann glaube ich, sind diese Ziele erreichbar, aber auch nur dann. Und nochmal, die 12 Jungs auf dem Platz alleine reichen da nicht und die 5 an der Bande und die, die im Büro arbeiten, eine junge, tolle Mannschaft, hab einige heute Morgen kennengelernt, sondern dazu gehört eben mehr. Und wenn uns das gelingt, Fanbase, Community, Stadt, Sponsoren so nachhaltig zu begeistern und mit der Sache zu identifizieren, wie wir uns das vorstellen, dann glaube ich, sind hier große Dinge möglich, aber ein Schritt nach dem anderen. Das nächste Spiel ist in Göttingen schon in 4 Tagen und wollen wir mal sehen, was wir da hinbekommen. Vielen Dank. Dankeschön, Dirk, für das erste Statement. Natürlich auch Steffen. Vielleicht nochmal zu eingehen auf die Strukturen. Wie wichtig ist es, auch so einen erfahrenen Mann jetzt hier zu haben, wie Dirk Bauermann, der ja national wie international schon tätig war, um, wie er auch angesprochen hat, schon den Basketballstandort Würzburg weiterzuentwickeln? Ja, wir sind ja insgesamt noch ein sehr junger Standort und ich glaube, dass wir uns in den letzten Jahren einen sehr guten Ruf in der Liga erkämpft haben. Ich glaube, dass wir Rahmenbedingungen auch mittlerweile bieten können für Spieler, Star, für die Mitarbeiter, die, glaube ich, sehr gut sind. Und wir freuen uns natürlich, und ich persönlich freue mich natürlich auch, dass wir da die nächsten Schritte gehen können. Mit einem neuen Trainer kommt natürlich auch immer wieder viel Know-how, viel Input. Und wir wollen uns ja als Würzburg, wie gesagt, weiterentwickeln. Und da freue ich mich natürlich auf eine intensive Zusammenarbeit, die nächsten Schritte zu gehen. Wie der Dirk schon gesagt hat, haben wir hohe, ambitionierte Ziele. Und da ist auch noch viel zu tun. Und das möchten wir gemeinsam in Angriff nehmen. Genauso auch für die Akademie. Ich bin ja gleichzeitig auch mit in der Vorstandschaft der Jugend. Sind wir ja da jetzt wirklich in den letzten 1,5-2 Jahren intensiv am Weiterentwickeln. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir einen Trainer gefunden haben, dem das Thema Jugendarbeit sehr wichtig ist, dass wir auch da die nächsten Schritte nach vorne gehen können und auch uns in Deutschland als sehr guter Jugendstandort etablieren. Es braucht alles seine Zeit, aber ich denke, da haben wir den Mann gefunden, der da so viel Know-how mitbringt, dass wir da, glaube ich, wirklich in den nächsten Jahren noch einiges gemeinsam erreichen werden. Vielen Dank auch dir, Steffen. Natürlich jetzt auch Fragen und Zeit dafür, die Fragen der Kollegen, die heute anwesend sind. Ich würde einfach nur kurz bitten, für die Aufzeichnung, dass erst das Mikrofon in die Hand genommen wird und dann wird die Frage gestellt, damit das Ganze mit der Aufzeichnung auch alles klappt. Deswegen einfach kurz bitte per Handzeichen melden, wer als erstes diese Fragenrunde dann eröffnen will bzw. auch darf. Sascha Hack vom Bayerischen Rundfunk. Sie haben Ihre letzte Tätigkeit im Iran angesprochen. Wie war es möglich, Sie so kurzfristig aus diesem Vertrag rauszubekommen? Stichwort Klausel bzw. Ablösesumme. Ja, grundsätzlich, glaube ich, es ist ein guter Brauch, über Details von Verträgen nicht öffentlich zu reden. Die Tatsache, dass ich hier bin und wir das sehr kurzfristig möglich gemacht haben, die bildet ja ab, dass der Vertrag das offenbar vorgesehen hat. Insofern war das eine sehr saubere Lösung. Ich will sagen, dass ich sehr, sehr rührende Rückmeldungen, nicht nur der Spieler, aber insbesondere der Spieler bekommen habe, auch ganz rührende Textnachrichten von U16-Nationalspielern in per Senglisch. Das muss man sich erstmal dreimal übersetzen oder durchlesen, bevor man es gut verstanden hat. Also solche Dinge sind einfach rührend und tun gut, weil man merkt, dass man etwas bewegt hat und auch die Herzen erreicht hat. Andererseits tut es dann auch immer ein bisschen weh. Aber dieses Kapitel ist nun beendet und jetzt freuen wir uns auf dieses neue Kapitel. Weitere Fragen der Kollegen? Stefan Mantel von der Mainpost. Sie haben gerade die
Arbeit von Doug Spradley angesprochen, die Wertschätzung für seine Arbeit. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz einen Eindruck geben, in welchem Zustand haben Sie die Mannschaft vorgefunden und wie sind jetzt die nächsten Schritte auch ganz speziell, vielleicht schon auf Freitag auf das Göttingen-Spiel? Ich finde immer das Schlimmste, was Trainer machen können, wenn sie in eine neue Situation gehen und einen Kollegen absetzen, ist darüber zu philosophieren, was denn da alles im Argen liegt. Das finde ich eine Unart. Insofern kann ich nur sagen, dass die Mannschaft gestern Abend einen sehr disziplinierten, aufmerksamen Eindruck gemacht hat. Und ich kann überhaupt nichts Schlechtes, in irgendeiner Weise würde das auch nie tun, über die Mannschaft oder über die Mannschaft schon gar nicht, aber auch nicht über die bisher Verantwortlichen sagen, sondern nur sagen, dass ich einen hohen Respekt vor Doug habe, ihn lange kenne, aber so ist dieses Geschäft. Die Dinge sind eben manchmal so und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Jungs. Ich finde, das sind wirklich klasse Jungs, gute Spieler. Sicher gibt es und gab es Verletzungsprobleme, die mit denen auch wir jetzt noch natürlich umzugehen haben. Das werden wir tun. Aber ja, mir ist dazu eigentlich nichts zu sagen. Aber dieses Zurückschauen hilft keinem, sondern wir schauen nach vorne, analysieren den Status quo und überlegen, welche Weichenstellungen vorzunehmen sind. Und das werden wir tun. Hoffentlich mit Erfolg. Wie intensiv konnten Sie im Iran Spiele aus der BBL verfolgen? Haben Sie zum Beispiel auch Spiele von den Würzburgern live im Internet schon gesehen in den letzten Wochen? Also im Iran ist es zwar möglich, Europa-Liga-Spiele zu sehen, aber Telekom Basket, diese Seite ist sozusagen, die ist nicht erreichbar. Insofern konnte ich nur wenige BBL-Spiele sehen, sehr viele Europa-Liga-Spiele, aber habe natürlich in den letzten 24 Stunden einige Spiele der Würzburger mir angeschaut. Aber das eine ist immer sozusagen den Eindruck, den man hat über eine Videoanalyse, und das andere ist sozusagen auf dem Feld zu stehen und die Jungs zu spüren und da einen Eindruck über den Eye-Test zu bekommen. Und insofern, glaube ich, ist das immer viel wichtiger als die Videoanalyse, die aber auch natürlich Teil der Vorbereitung war. Im Kader der Mannschaft sind in den letzten Wochen einige Lücken entstanden. Michailovic, Barton. Ja. Haben Sie schon Ideen, wie man diese Lücken auffüllen kann? Ja, natürlich habe ich Ideen. Es wäre ja fahrlässig, wenn ich die nicht hätte. Insofern ist es natürlich notwendig, Nachverpflichtungen vorzunehmen. Wir sind gerade dabei, den Markt sehr sorgfältig zu sondieren. Und dann, weil es schon auch pressiert. Nicht? Einerseits wollen wir sehr sorgfältig sein, andererseits haben wir auch nicht Zeit bis in den Februar hinein. Das muss jetzt auch relativ schnell gehen. Insofern machen wir das mit Eile, aber auch mit Augenmaß. Und bin sicher, dass wir auch relativ zu einem Abschluss kommen. Über Namen, das werden Sie verstehen, da bitte ich um Nachsicht. Über Namen kann ich nicht reden, weil das natürlich unter Umständen auch Verhandlungen erschwert und so weiter und so fort. Also, aber wir bemühen uns. Weitere Fragen? Die nächste Frage geht an Herrn Balodis. Herr Baumann hat eben angedeutet, dass das Thema Halle für ihn auch sehr, sehr wichtig war bei der Entscheidung pro Würzburg. Was konnten Sie ihm da versprechen oder in Aussicht stellen? Ich glaube, es ist viel noch wichtiger als die Halle war, dass das starke Commitment unseres Gesellschafters Bernd Freier, S-Oliver Gruppe, zum Standort eben auch
langfristig diese Ziele einzufordern und auch zu unterstützen. Sie wissen selbst, dass das Hallenprojekt von uns emotional begleitet wird, so sage ich es immer, und nicht auf der Projektierungsphase. Das ist Projektierungsarbeit, die leistet unter anderem auch Herr Oehler, aber auch viele Mitstreiter im Wirtschaftsbeirat. Da sind die Verhandlungen bzw. Gespräche schon sehr weit fortgeschritten und wir hoffen, in einer anderen Pressekonferenz, in einem anderen Kontext, Ihnen da sozusagen die Details zu liefern. Aber natürlich spielt das eine Rolle, weil es eben halt die wirtschaftliche Basis des Vereins ja maßgeblich prägt. Und diese ist wichtig, um auch die sportlichen Ziele, die wir uns in den verschiedenen Schritten gestellt haben, auch zu untermauern. Das eine spielt natürlich mit anderen zusammen, natürlich. Aber viel wichtiger, ich glaube, ist das Commitment unseres Gesellschafters und unseres Sponsors. Gibt es noch weitere Fragen? Aktuell? Dann bedanke ich mich hier an dieser Stelle erstmal, wünsche weiterhin ein erfolgreiches, gesundes und schönes Jahr 2017. Vielen Dank nochmal an Anne heute hier vorne. Und vielen Dank fürs Kommen. Genau. Auf gute Zusammenarbeit.